Und hier kommt nun Teil 3 meiner 5 Kilo Apfelverwertung. Wer meine anderen beiden Videos zu dieser Reihe gesehen hat, 3 Kilo Apfelmus und 2 Kilo Apfelkompott, der wird sich jetzt fragen, und aus was hast du dann das Apfelgelee gemacht? Wie ich im ersten Video bereits gesagt hatte, ich habe den kompletten Apfel verwertet, also auch die Schale und das Kerngehäuse. Und daraus habe ich dieses Apfelgelee gemacht. Das möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Und hier die Zutaten für das Apfelgelee. Schalen- und Kerngehäuse von 5 Kilo Äpfeln. Zitronensaft von einer halben Zitrone, 450 Gramm Gelierzucker 2:1, eine halbe Zimtstange, 1 Teelöffel Bourbon-Vanillepaste, 5 cl Amaretto und Wasser. Die Schalen und die Kerngehäuse der Äpfel kommen zusammen in einen Topf und dann kommt der Rest des Wassers, in dem die Äpfel vorher waren, da drauf. Das ist ca. 1 Liter gewesen. Deckel drauf und alles für 30 Minuten auskochen. Nach 30 Minuten kann man sehen, dass das Wasser schön an Farbe zugenommen hat. Den Saft jetzt in einen anderen Topf durch ein Sieb passieren. Um herauszufinden, wie viel Gelierzucker ihr benötigt, muss der Saft jetzt natürlich noch abgemessen werden. Bei mir waren es 900 Milliliter, also brauche ich 450 Gramm Gelierzucker, 2:1. Den Gelierzucker und alle anderen Zutaten zum Saft hinzufügen und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Nach diesen 5 Minuten kann die Gelierprobe entnommen werden. Am besten geeignet ist dafür ein Esslöffel, der wird kurz in den Kühlschrank gelegt und nach kurzer Zeit ist das Gelee kalt. Jetzt kann geschaut werden, ob die Gelierprobe erfolgreich war. Ja, das sieht gut aus. Den Saft jetzt noch einmal ganz kurz aufkochen und heiß in die Gläser abfüllen. Dann die Deckel auf die Gläser und nochmal kontrollieren, ob sie wirklich fest verschlossen sind. Dann für 3 bis maximal 5 Minuten auf den Kopf drehen, dann wieder rumdrehen und dann könnt ihr sehen, ob sie Luft ziehen oder ob Flüssigkeit ausgelaufen ist. Jetzt noch beschriften und dann ist auch Teil 3 meiner 5 Kilo Apfelverwertung fertig. Apfelgelee mit Amaretto. Wenn euch meine Videos Teil 1 Apfelmus und Teil 2 Apfelkompott mit Weißwein interessieren, dann schaut sie euch doch gerne mal hier oben in der Playlist Selbstgemachtes an. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.